Der Audiorekorder ist eine einfache App für Audioaufnahmen, vor allem natürlich für den Sprachunterricht. Du siehst, ich habe schon ein paar Aufnahmen drin. Hier unten findest du die Qualitätseinstellungen. Standardmusik ist sicher sehr gut und hier oben könntest du noch zwischen Stereo und Mono wechseln. Im Normalfall reicht Mono. Ich starte mit Record, grüezi miteinander und mit erneut auf Pause unterbreche ich und kann wieder weiterfahren. Mit Stopp wird die Aufnahme abgeschlossen und ich kann sie sogleich umbenennen. Und hier sage ich jeweils, dass es sich um eine Sprachaufnahme handelt. Hier unten kannst du Windgeräusche oder eine ungleiche Lautstärkeverteilung noch ausebnen. Ich brauche vor allem noch das Zuschneidewerkzeug. Hier kannst du den Anfangs- und den Startpunkt nachträglich noch verschieben. Mit Übernehmen wird diese Aufnahme erneut abgespeichert. In der gekürzten Form, das Original, könntest du ganz einfach auswählen und wieder löschen. Ja, und geteilt ist die Aufnahme auch im Nu. Über das Teilen-Symbol kannst du die Aufnahme per Mail, per Dropbox oder Wi-Fi Direct mit einer anderen Person teilen. Vorausgesetzt natürlich, für die ersten beiden Möglichkeiten ist ein Account angelegt.